Willkommen zu Rolling the World. Heute haben wir einen schönen Exoten in der Sendung. Und Robert erzählt euch jetzt mehr. Vollgas. I go over anything like ranch. Facts. Come on a yacht and a ranch. Yes. Hit the boulevard and hit my dance. Everybody wanna be a boss, but they can't. But they motherfucking can't. Yeah, I go over anything like ranch. Had to tell my old hoes, bon voyage like I'm in France. Hey, now I eat hors d'oeuvres and get them served in my advance. Hey, fuck up on my face, please and thank you in advance. Hey, hey. I'm like, hey, yeah, you know the game. Ice all in my veins. Yeah. Bitch, ain't nothing changed. I got money in the bank. In a rough IRA. Put the drinks on my tab and the bitch on my lap. And oh, yeah. I go over anything like ranch. Facts. Think I want a yacht and a ranch. Yes. Hit the boulevard and hit my dance. Everybody wanna be a boss, but they can't. But they motherfucking can't. I go over everything like ranch. Going up across the map. Heating up like climate change. Hold on, touch the thermostat. Hibachi volcano lighted up my circus stack. Ja, das Auto ist ursprünglich aus Japan importiert und ist ein Toyota Celica ST205 GT4. Das Auto hat Serieleistung von 256 PS. Durch einen größeren Turbolader, Ladeluftumbau und sonst noch Auspuffanlage und ein paar kleine Modifikationen sind wir jetzt bei ca. 350 PS und wird irgendwann hoffentlich einmal ein bisschen mehr werden. Ich strebe mal an, dass ich so circa zwischen 500 und 600 PS an Leistung raushole. Das Auto habe ich vor 4 Jahren von einem Kollegen von mir gekauft, der das Auto importiert hat. Und das hat mir so gut gefallen. Das ist noch so ein bisschen eine Sonderausstattung. Die Farbe hat es nur 90 Mal gegeben. Ja, und dann, wie das Auto gekommen ist, bin ich jeden Tag reingefahren zum Sigi, jeden Tag, und habe mir das noch angeschaut. Und irgendwann im Dezember habe ich mir überlegt, während der Arbeit, heute Abend fahre ich euch und mache den Kaufvertrag. Dann habe ich das Auto gekauft im Dezember und im März haben wir dann angefangen mit dem Umbau auf links gelenkt. Habe ich mir zuerst noch ein Schlachterauto gesucht. Da habe ich in Deutschland um 500 Euro eine gute Basis und dann haben wir halt begonnen, das Auto umbauen. Und im Juli war ich dann beim TÜV und habe das annehmen lassen. Und dann habe ich angemeldet und zuerst mal gefahren. Geil. Gibt es noch ein Wort? Ist auch jetzt noch genauso wie damals. Du kriegst fast eine Gänsehaut, wenn du da einsteigst. Und das Auto startet überhaupt jetzt mit der Auspuffanlage. Die Nachbarn sind jetzt nicht so. Ja, ich habe Glück, ich habe einen Nachbarn mit einem Audi RS3 an Umbauten. Und da bin ich ein bisschen in der glücklichen Lage, dass sich der nicht so beschwert. Angefangen habe ich mit der Rücksitzbank raus, Recaro Pole Position Sitze rein vorne, der Kater H-Gurte, OMB-Lenkrad. Die Mittelkonsole habe ich auf Doppel-DIN-Radio umgebaut, mit der Zusatzanzeige vierfach kombiniert mit Ladedruck, Öldruck, Öltemperatur. Und dann ist es weitergegangen mit der Auspuffanlage eigentlich. Das ist eine Blitz Nürsberg Auspuffanlage aus Japan. Und dann Seitenschweller waren die Serie. Aber dann die Heckansätze, Frontansätze und ein Heckdiffusor und ein Fahrwerk habe ich noch drin. Von Dain. Ladeluftkühler von Topmount auf Frontmount umgebaut. Größerer Turbolader von Burgwarner. Klimaanlage hat leider Gottes weichen müssen. Aus Platzgründen und Gewichtsgründen. Der Heckspüler ist allerdings Serie, die Frittendecke, wie du zuerst gesagt hast. Die Serie beim WRC-Modell. Meins ist kein WRC-Modell, aber er gehört einfach drauf. Ja, die Leidenschaft ist eigentlich, man sieht im Fernseher oder auf YouTube, schaut man wieder so Rallye-Videos an und sieht man halt immer wieder den berühmten Carlos Sainz, der mit ST185 und ST205 seine Rallyes gewonnen hat in den 90er Jahren. Das fasziniert halt einen. Und dann denkt man sich halt, so ein Auto will man auch haben. Und so ist halt die Leidenschaft entstanden da. Und dann habe ich Kollegen, so wie ein Sigi zum Beispiel, der hat 3-4 Stück mindestens unten stehen. Alle. Und da, wenn du dir noch in live siehst, dann fährst du mal mit einem mit oder darfst du gar mal selber fahren. Dann denkst du, ich brauche sowas. Da gibt es noch kein Zurück mehr. Ich muss sagen, am besten gefällt mir vom ganzen Auto die Motorhaube, die detaillierte Motorhaube mit den ganzen Lufteinlässe und so. Ja, und eigentlich das ganze Auto, egal von welcher Seite das Auto ausschaut, mir gefällt es von jeder Seite.
Das Auto ist einfach mein Traumauto. Ja, Gefühl, wenn man einsteigt, das mit der Gänsehaut, das hat sich schon gelegt über die Jahre jetzt, aber das war am Anfang schon so. Und Gefühl ist einfach, du bist mit dem Auto eins und steigst ein, fährst zu den Kollegen, dann fährst du irgendwo hier auf ein Treffen, da bist 50 Leute in der Kolonne und fährst auf ein Treffen hin. Das Gefühl ist einfach super irgendwie. Ja, danke an die Jungs von RTW, dass sie sich für mich so Zeit genommen haben. Und währenddessen, dass ihr die Jungs liked, möchte ich noch an Sigi von der Turbogarage möchte ich noch grüßen und möchte mich einmal bedanken bei ihm, dass er so viele Nerven für mich verbraucht hat. Und ohne Sigi, muss ich sagen, stand das Auto nicht so da, wie es jetzt heute da steht. Ja, und dann möchte ich noch meinen Schatz natürlich auch noch grüßen. Ich hab dich ganz doll lieb und du brauchst auch oft Nerven für mich, wenn ich wieder das ganze Wochenende nicht daheim bin, wenn ich wieder mit dem Auto auf dem Weg bin. Ja, und eigentlich meine ganzen Freunde und Bekannte aus der Japan-Szene. Ja, das war's eigentlich. Und jetzt gehen wir dann noch ein Bier trinken, oder Jungs? Sehr gut.